Okay, also ich habe den Titel vorgegeben bekommen, neue Wege zu Inhalten ist die Dominanz der Suche am Ende. Ich finde ihn ein bisschen unhandlich, ich habe ihn ein bisschen umgemodelt und der neue Titel ist Der Weg ist das Ziel. Warum, werden wir gleich sehen. Es geht also um die Art und Weise zu suchen, die nicht nur, wie in der Vorrede gesagt worden ist, also unbedingt von dem Device, mit dem ich suche, abhängt, sondern es gibt auch komplett unterschiedliche Arten, wie ich suche, was das Ziel meiner Suche ist. Und da möchte ich eben kurz drauf eingehen. Also wir werden uns kurz über Suchen und Finden unterhalten als erstes und warum wir nicht notwendigerweise immer damit zufrieden sind. Ein Punkt, der uns dabei helfen könnte, bessere Suchergebnisse, bessere findende Ergebnisse am Ende zu erzielen, ist die semantische Analyse. Da geht es eben darum zu verstehen, was steckt in diesen Dokumenten denn eigentlich an Informationen drin? Diese Informationen zu verstehen, ist ganz wichtig, um die richtigen Suchergebnisse eben zu liefern. Und am Ende gehe ich noch mal kurz darauf ein, dass Suchen nicht notwendigerweise das Ziel ist, sondern ich möchte eigentlich wirklich neue Dinge entdecken. Also nicht unbedingt wirklich das finden, was ich genau im Kopf habe, sondern wenn ich auf dem Weg dorthin irgendetwas entdecke, was wichtig für mich ist, was toll ist, womit ich aber überhaupt nicht gerechnet habe, das ist natürlich großartig und das genau ist das der Punkt, wo wir am Ende hinwollen. Okay, also ich fange mal mit einer anderen Suchmaschine an. Suchen und Finden im Web, da gehen wir natürlich heute von den großen Suchmaschinen aus. Hier ist Bing und dann nochmal Google. Sie sehen, ich habe ein Konzept, das sich so durch den ganzen Vortrag dann ziehen wird. Das ist hier die Mondlandung. Und wir werden uns als erstes mal anschauen, wodurch werden also unsere Art und Weise zu suchen bestimmt. Und das ist nicht nur das Device, wie ich gesagt habe, sondern das ist auch unsere Gewohnheit. Also das heißt, die Suchmaschinen haben uns so eine Art und Weise vorgegeben, wie wir heutzutage an die Suche herangehen. Wir haben so einen Suchschlitz, da geben wir was ein und am Ende kommt so eine Liste mit 10 blau unterstrichenen Dingen, von denen wir was auswählen können. Und das ist so die Art und Weise, wie wir heutzutage suchen. Aber wir werden sehen, das ist nicht notwendigerweise das Nonplusultra. Google ist schon toll, hat sich auch total verändert in den letzten Jahren. Also hier beispielsweise, wenn ich anfange, einen Begriff einzugeben, hier oben, Neil Armstrong hier, der erste Mann auf dem Mond. Sie sehen, ich bekomme Vorschläge, was ich denn nicht alles finden könnte oder was ich, wonach ich suchen könnte. Und schon während ich tippe, bekomme ich hier die Anzeige. Und das heißt, diese Autovervollständigung sorgt dafür, dass während des Tippens schon die Suchergebnisse angezeigt werden und ich sehen kann, führt mich das eventuell in die richtige Richtung. Eine sehr schöne Sache seit, naja, ein, zwei Jahren jetzt mittlerweile dabei, das ist der sogenannte Knowledge Graph. Jetzt mal gucken, geht das weiter? Jawohl, das ist das hier an der Seite. Wenn Sie sich immer gewundert haben, ich gebe einen Begriff in Suchschlitz ein und plötzlich, wenn da jetzt eine Person oder ein Ort steht, dann habe ich hier an der Seite gleich hier diesen schönen Kasten, der, sobald eine sogenannte semantische Entität, also ein sinntragendes Etwas entdeckt wird im Suchschlitz, wird mir hier gleich angezeigt an Daten, was ist denn dazu an strukturierten Daten im Google Knowledge Graph vorhanden, der sich zusammensetzt aus Daten aus der Wikipedia, aus Freebase und aus anderen Datenbasen oder Wissensbasen. Also das ist schon eine wirklich sehr schöne Sache, weil das hilft mir schon ein bisschen weiter. Okay, Devices ändern sich natürlich, das heißt, hier, wenn ich beispielsweise auf einem modernen Smartphone anfange, den Suchbegriff einzutippen, passiert genau das Gleiche, also genau wie wir es uns gedacht haben, dasselbe Ergebnis, das heißt, da ist das Device mittlerweile schon groß genug, dass ich genau das replizieren kann, was auch tatsächlich auf meinem Desktop der Fall ist. Das Ganze wird natürlich anders, wenn ich jetzt hier zu der Uhr komme, die schon erwähnt worden ist. Nicht umsonst ist bei der Uhr kein Webbrowser im eigentlichen Sinne tatsächlich als App mit dabei. Erstmal angedacht ist auch klar, dass die Display ist sehr, sehr klein und unter vielen Suchergebnissen auszuwählen, das funktioniert hier nicht mehr. Also da muss ich irgendwie anders an die Sache rangehen, insbesondere wenn es dann darum geht, die Ergebnisse auszuwerten. Ähnlich ist es natürlich, ich gehe mal einen Schritt weiter, eine Möglichkeit, genau, um damit zumindest mit der Eingabeproblematik fertig zu werden, ist, ich habe natürlich nicht nur die Tastatur oder meinen Finger, sondern ich kann natürlich auch über Spracheingabe hier, über OK Google oder mit Siri oder mit wem auch immer mich unterhalten und Fragen stellen, die dann entsprechend ausgewertet werden und daraufhin kann eine Suche ausgeführt werden. Und genauso funktioniert das hier mit dieser Brille, die wir alle schon mal gesehen haben, die aber noch jenseits der Markteinführung steht. Das heißt, mit dem Teil kann ich auch reden, ich kann hier vorwärts, rückwärts spulen und ich sehe die Dinge halt auf einem Display genau in der Art und Weise, wie ich es kenne. Gut, aber
diese ganze Suche basiert wirklich auf diesem alten Paradigma. Ich gebe irgendeinen Suchbegriff ein, egal ob das Tastatur oder Sprache ist, ich bekomme Ergebnisse gezeigt und suche mir aus den Ergebnissen was aus. Google kann noch ein bisschen mehr, haben Sie vielleicht auch schon mal ausprobiert, wenn Sie hier im Chrome-Browser von Google beispielsweise nach Bildern suchen oder Bilder hochladen und ähnliche Bilder suchen. Ich habe das hier mal probiert, müssen Sie hier das Kamerasymbol anklicken und dann kommt hier quasi, falls das Bild im Index gefunden worden ist, der wahrscheinliche Treffer heraus. Das war hier ein Bild von Neil Armstrong und wenn der erkannt worden ist, kommt natürlich auch gleich das Bildchen von Neil Armstrong, der semantischen Entität im Knowledge Graph und ich sehe hier halt viele interessante Dinge, also das nennt sich dann Query by Example. Das wird besonders dann interessant bei Eingabedevices wie der Brille, die wir gerade gesehen haben, weil da kann man natürlich dann sehr, sehr schön nach visuell ähnlichen Beispielen suchen, die dann hier unten beispielsweise gefunden werden. Das sind jetzt visuell ähnliche Bilder. Das funktioniert ein bisschen nach anderen Paradigmen als die übliche Information Retrieval, also das ist ähnlichkeitsbasierte Suche. Und was auch noch sehr schön ist hier, das hatten wir vorhin auch schon gesehen, in diesem Knowledge Graph Ergebnis sieht man dann auch noch weiterführende Suchen. Das heißt, das ist sowas wie ein Empfehlungssystem, Empfehlungen, was wäre denn jetzt noch interessant, wohin könnte ich die Suche verzweigen lassen. Und das ist ganz wichtig, weil das funktioniert nur, wenn ich tatsächlich verstehe, worum es dem Nutzer eigentlich geht. Wenn er tatsächlich nach Neil Armstrong sucht, dann wäre es vielleicht interessant zu sagen, okay, vielleicht interessiert er sich für Astronauten, also gehen wir mal genau in diese Richtung weiter. Und das funktioniert ganz gut, wenn man im Hintergrund große Datenbasen, Wissensbasen hat, die einem da entsprechend weiterhelfen. Ja, soweit, so gut. Warum sind wir jetzt aber nicht immer damit zufrieden? Schauen wir uns das mal an. Die Suche bei Google funktioniert auf Prinzipien, auf diesem Information Retrieval Paradigma, das irgendwann in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts, muss man ja jetzt schon sagen, entwickelt worden ist. Also ich habe eine große Menge von Dokumenten, ich habe eine Menge von Fragen, die ganzen werden formalisiert, übersetzt in so eine Repräsentationssprache und dann versucht man einfach Anfragen, Ergebnisse im Suchindex dann übereinander zu bringen. Und basierend auf der Ähnlichkeit dieser beiden Dinge wird dann ein Vergleich durchgeführt und dann bekommt man die ähnlichsten Ergebnisse zuerst. Also das Ganze basiert meistens ganz am Ende irgendwo auf einem Vergleich von irgendwelchen Zeichenketten, insbesondere dann, wenn wir textbasierte Dokumente uns betrachten. Das ist schön und gut, das funktioniert in der Regel dann, wenn ich genau weiß, was ich finden möchte. Das heißt, wenn ich weiß, wie ich das, was ich finden möchte, beschreibe, weil wir wissen, okay, bei Google, ich möchte Dokumente finden, die einen bestimmten Begriff beinhalten. Schöne Sache, aber das ist leider nicht die einzige Variante der Suche. Stellen wir uns jetzt mal was ganz anderes vor, anderes Suchszenario. Das ist ein Bild, ikonisches Bild aus einem sehr alten Film, wie man hier sieht. Und die Frage ist, ich möchte irgendwie diesen Film finden. Ich habe aber keine Ahnung, wie der Film hieß, wie der Regisseur hieß, wer da mitgespielt hat oder sonst was. Also ich habe den Namen vergessen, ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkommen soll. Und die Frage ist jetzt, ja, wie taste ich mich da vor? Normalerweise gehe ich dann so vor, dass ich versuche, den Inhalt des Dokuments, wie wir das ja kennen, zu beschreiben. Also ich fange mal ganz einfach an. Ich habe das jetzt versucht, hier mal mit der Google-Bildersuche zu visualisieren. Es hat also irgendwas mit dem Mond zu tun. Also suche ich als erstes nach Mond. Sehe aber gleich hier auf der Seite, okay, mein Bild ist hier irgendwie nicht dabei. Ich muss das irgendwie genauer fassen. Okay, es ging irgendwie um die Landung auf dem Mond. Ja, da sehe ich jetzt Bilder von der Mondlandung, aber mein Bild ist leider immer noch nicht dabei, also versuche ich es noch mal ein bisschen genauer zu machen. Ich kenne dieses schöne Bild mit dem Mond, der so diesen Treffer abkriegt, also frage ich jetzt nach dem Treffer. Ja, das war es auch noch nicht und dann denke ich mir, okay, vielleicht sollte ich ein bisschen weiter ausholen. Ich suche ja eigentlich einen Film und ich weiß, das ist ein sehr alter Film. Also gebe ich noch Stummfilm mit an, das ist jetzt die nächste Variante und da sehe ich, ha, ich habe es tatsächlich geschafft, hier ist das Bild, das ich gesucht habe und wenn ich Glück habe, dann wird dazu auch unten drunter auch noch angezeigt, wie dieser Film heißt, Voyage de la Lune von Georges Méliès und dann freue ich mich natürlich, wenn ich es gefunden habe. Aber Sie sehen, das ist ein langwieriger Prozess und wenn wir nicht genau wissen, wonach wir suchen, müssen wir möglicherweise sehr, sehr viele Ergebnisse durchkämmen, um das tatsächlich zu finden, wonach wir gesucht haben. Aber wenn ich das mache, passiert vielleicht was ganz Interessantes, nämlich, na, ich weiß nicht, in welche Richtung ich klicken muss. Ich versuche es nochmal. Ich könnte nämlich zufälligerweise auf dem Weg dorthin etwas finden, womit ich nicht gerechnet habe. Also da gibt es jetzt noch einen anderen Film, Die Frau im Mond, ein bisschen neuer, aber auch ein uralter Film. Kenne ich vielleicht nicht, aber könnte mich interessieren. Ist eine tolle Entdeckung. Also das ist eine zufällige Entdeckung. Und solche Sachen etwas zielgerichteter zu finden oder auf dem Weg irgendwie hervorzuheben, das wäre eine sehr schöne Sache.
wenn ich mir schon die Mühe machen muss, mich hier in die Suchmaschine oder in die Arbeitsweise der Suchmaschine hineinzudenken. Also manchmal reicht eben dieser einfache Vergleich von Zeichenketten, dieses Query Matching, nicht aus. Manchmal muss ich mehr wissen, ich muss Kontext und Hintergrundinformationen mit reinbringen, um jetzt tatsächlich die Informationsbedürfnisse des Benutzers zu verstehen und zu erfüllen. Das heißt, was ich am Ende machen muss, ich muss irgendwie versuchen, die Inhalte, die ich durchsuche, besser zu verstehen. Und das machen wir über die sogenannte semantische Analyse. Und jetzt keine Angst, also das wird nicht hochwissenschaftlich. Ich habe das versucht, ganz, ganz tief runterzubrechen. Semantische Analyse für Dummies, ohne Formeln, ohne große, komplexe Wissenschaft dahinter. Funktioniert im Prinzip folgendermaßen, Wissensrepräsentation. Neil Armstrong, wenn ich das hier aus einem Text rausnehme oder wenn ich hier so eine Bild-Tag habe, ist ja erstmal nur eine Zeichenkette. Aber was steckt für ein Wissen dahinter? Was ist Neil Armstrong? Wenn ich Sie das jetzt fragen würde, okay, dann würden Sie sagen, Neil Armstrong, das ist ein Astronaut. Okay, was ist jetzt ein Astronaut? Könnten wir auch wieder erklären, Astronaut ist so eine Art Person und zu einer Person, wenn wir da in der richtigen Datenbasis nachgucken, wissen wir, Personen haben ein Geburtsdatum, Personen haben einen Geburtsnamen und bei Astronaut finden wir vielleicht noch in anderen Wissensbasen, die es gibt, okay, es gibt sogenannte Space Missions und da gibt es Crew Members, das sind Astronauten und so eine Space Mission, da gehören immer eine bestimmte Anzahl von Leuten dazu und das ist eine Art von Event. Das heißt, ich kann über einen solchen Graph, wie wir ihn hier sehen, beschreiben, worum es bei dieser Entität Neil Armstrong geht und wie das funktioniert und wie Neil Armstrong mit anderen Dingen zusammenhängt. Also das sind sogenannte Ontologien, Wissensrepräsentationen, mit denen man das beschreibt. Lange Rede, kurzer Sinn. Wo finde ich solche Ontologien? Im aktuellen Web, nämlich in diesem Web of Data, von dem Sie vielleicht schon mal was gehört haben. Es gibt so eine riesengroße Wolke, diese Linked Open Data Cloud von öffentlich verfügbaren Datensätzen, die alle miteinander verlinkt sind und die ordnen sich hier wunderbar um dieses Ding in der Mitte an, diese DBpedia nennt sich das, das ist die semantische Version der Wikipedia und da finde ich genau Neil Armstrong und das verweist dann auf diese Definition, was sich denn hinter Neil Armstrong verbirgt, dann weiß ich, dass das ein Astronaut ist, dass es eine Person ist mit allen Eigenschaften, die am Ende damit zu tun haben. Also solche Sachen, jetzt muss ich noch mal eins zurück, helfen dann am Ende, das Gesuchte besser zu verstehen. Das Ganze wird hier im sogenannten Resource Description Framework kodiert. Das sind solche Triple, ähnlich wie in einem Satz, wenn Sie sich das angucken, Neil Armstrong, RDF-Type, DBpedia, Owl, Astronaut. Das bedeutet also, dass Neil Armstrong vom Typ Astronaut ist. In dieser Art und Weise werden hier diese Wissensbasen aufgebaut. So, jetzt bin ich wieder eins zu weit gegangen. Das Einzige, was ich wissen muss dazu ist, ich brauche einen sogenannten Identifier. Das ist diese URL, das heißt Neil Armstrong in der DBpedia. Wenn ich diese Adresse diesem Text zuordne, kann ich auf diese Wissensbasis zugreifen und finde alle Informationen dazu und Verknüpfungen und das hilft mir dann, das Ganze am Ende besser zu verstehen. So, was mache ich jetzt damit? Okay, da müssen wir erst noch mal kurz unterscheiden, finden versus entdecken. Wenn ich speziell irgendetwas suche, das wissen wir jetzt schon, hier habe ich ein kleines Beispiel mit einem Buch, wenn ich genau dieses Buch suche, in genau dieser Aufgabe, in einer Bibliothek, also das Beispiel ist mal für Bibliothekare entstanden, dann gehe ich natürlich zum Katalog, schlag nach, ich kenne den Autor und finde dann irgendwo genau diese Angaben auf der Karteikarte, die mir dann sagen, wo ich das Buch im Regal finde. Kompliziert wird es in der Bibliothek eben genau nur dann, wenn ich quasi ein vergleichbares Buch finden möchte, irgendwas Ähnliches, also ich habe das Buch gelesen, suche jetzt was, was mich auch interessiert. Oder wenn ich quasi Bücher mit verwandten Themen suchen möchte. Oder wenn ich Dinge suche, wie hat sich denn der Autor entwickelt, was könnte denn jetzt interessant für mich sein, was könnte mir sonst noch gefallen, dann wird es interessant, dann brauche ich Vorschläge, dann muss die Suche mich in Richtungen lenken auf Dinge, die mich eventuell auch noch interessieren könnten. Und dann kann ich natürlich auf diese interessanten Bücher, die Sie hier unten sehen, eventuell stoßen. Und um das machen zu können, kann ich eben genau diese Datenbasen im Web of Data nutzen, die Sie gerade gesehen haben. Und wenn ich das dann mache, nennt sich das Ganze dann explorative Suche. Das Schöne ist, wenn Sie sich an alte Bibliotheken erinnern, da konnte man auch explorativ suchen, denn dort sind die Bücher üblicherweise in Regalen angeordnet. Und wenn Sie jetzt nicht wissen oder wussten, was Sie als nächstes lesen sollten, dann haben Sie geguckt, das alte Buch stand genau da im Regal, also gucke ich mal rechts, links, oben, unten, was stand da sonst noch? Das heißt, da kann ich so richtig schön Window-Shopping betreiben, wie man das auch nennt. Also traditionelle Bibliotheken konnten das. Im Netz ist es schwierig. Es gibt einige Anwendungen, die fördern das. Pinterest zum Beispiel, da kann man wunderschön stöbern, aber bei Google stöbern ist ein bisschen schwierig.
Das andere ist, wenn Sie im Regal nichts gefunden haben und Sie wollten wissen, was Sie als nächstes lesen sollen, was haben Sie dann gemacht? Klar, Sie haben den Bibliothekar gefragt. Also das heißt, traditionelle Bibliotheken waren auch in der Lage, intelligente Empfehlungen zu geben, wenn man nämlich dort den Bibliothekar fragt. Und das ist auch etwas, was wir gerne von der Suchmaschine hätten. Gib mir mal eine sinnvolle Empfehlung, die auch Rücksicht auf meine Informationsbedürfnisse nimmt, die natürlich entsprechend auch repräsentiert werden müssen. Okay, wie können wir uns das jetzt vorstellen? Nochmal kurz auf Neil Armstrong runtergebrochen und schauen wir mal auf diesen Knowledge Graph, der da dahinter steckt. Ich komme also sehr leicht von Neil Armstrong auf die anderen Crewmember von Apollo 11. Das hängt sehr eng miteinander zusammen. Dann kann ich sehen, okay, das gehört zu diesem Apollo-Programm. Da gab es aber auch im Apollo-Programm Apollo 13, kennen wir alle noch, Houston, we have a problem. Und da komme ich dann gleich zur Kategorie Space Incidents. Das könnte mich ja natürlich auch interessieren. Und dann lande ich vielleicht hier beim Space Shuttle Challenger Disaster. Das heißt, das hängt alles irgendwie miteinander zusammen. Und genau solche Wege und Pfade abschreiten zu können, helfen mir dann dabei, zufällig interessante Entdeckungen zu machen. Jetzt ist das noch alles recht naheliegend. Ich habe mal ein anderes Beispiel rausgesucht. Wenn man hier mit Buzz Aldrin anfängt und diesen Weg geht, kommt man dann irgendwann zum Krümelmonster in der Sesamstraße, weil er dort tatsächlich mal zu Besuch war. Und da gibt es auch tatsächlich einen Verweis im Wikipedia-Artikel, der dann wiederum im DBpedia abgebildet worden ist. Oder man findet dort auch die interessante Information, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen, wenn die Batterie nicht ganz am Ende ist, bitte mal von Hand weiter schalten. Dankeschön. Also der nächste Schritt wäre dann zu den Transformers. Da hat er einen Gastauftritt gehabt. Oder was noch interessanter ist, Strictly Come Dancing, wusste ich auch nicht, das war komplett neu für uns. Buzz Aldrin, einer der ersten Leute auf dem Mond, war also in einer dieser Tanzshows im Fernsehen. Ist vielleicht eine interessante Entdeckung, geht komplett in eine andere Richtung, aber könnte interessant für mich sein, wenn ich Informationen hier zu Buzz Aldrin suche. Also das wären Möglichkeiten, die jetzt etwas überraschender sind und deren Relevanz sich natürlich dann entsprechend den Bedürfnissen des Benutzers beugen muss. Es gibt ein paar Implementationen davon, das ist jetzt natürlich alles so klein, dass Sie es nicht unbedingt lesen können, aber diese Präsentation können Sie finden auf SlideShare. Gehen Sie einfach auf SlideShare, suchen Sie mal nach meinem Namen, dann finden Sie hier die ganzen Links und dann können Sie hier mal ausprobieren. Hier gibt es einige Anwendungen, die eben in der Lage sind, tatsächlich diese explorative Suche, wie wir sie gerade beschrieben haben, zu verfolgen. Oder noch einfacher, gehen Sie einfach mal raus in die große Halle, dort auf dem Stand des MIZ, Medieninnovationszentrum Babelsberg. Oben auf dem Dach wird eine kleine Anwendung gezeigt, die nennt sich Refer. Und das ist ein WordPress-Plugin, das automatisch Content in Blogs mit diesen semantischen Entitäten, wie Sie sie hier gesehen haben, anreichert und Visualisierungsmöglichkeiten bietet, plus Suchmaschinenoptimierung, Content Enrichment und diese ganzen Sachen, damit eben diese Seiten besser gefunden werden und man im eigenen Blog, wenn man tausende von Artikeln hat, sehr, sehr schnell und automatisiert Quervernetzungen herstellen kann. Also können Sie sich einfach mal dort anschauen auf dem Stand des Medieninnovationszentrums. Okay, das war's soweit. Vielen Dank. Dankeschön, Dr. Harald Sack, dass Sie uns das hier schön noch präsentiert haben. In ungefähr 10 Minuten geht es an dieser Stelle weiter.